Salut. Diane, frischer Single und Anwältin, hat ihr Handy in einem Café liegen lassen. Soweit, so gut. Aber schon am gleichen Abend meldet sich zum Glück der ehrliche Finder. Alexandre, ein sehr charmanter Architekt, mit dem sie zuerst plaudert und sich dann zu einem Treffen wegen der Übergabe verabredet. Doch der Mann, der schließlich dann vor ihr steht, entspricht so überhaupt gar nicht dem Bild, das sie sich in ihrem Kopf zurechtgelegt hat. Denn Alexandre ist ein Winzling. Er misst gerade mal knapp 1,40 m. Nur ist er eben genauso selbstbewusst wie auch ironisch, was Dianes anfänglichen Schock dann in Sympathie und am Ende schließlich in Liebe verwandelt. Nur Dianes Umfeld reagiert ziemlich verwirrt auf das doch sehr ungleiche Paar. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Du bist verliebt, was ist mit dir? My love has got no money. Liebst du ihn oder nicht? Wie alle kleinen Mädchen habe ich vom großen, starken Prinzen geträumt, der mich auf Händen in sein Schloss trägt. Darf ich weitermachen? Weitermachen, womit? Von unserer Geschichte zu träumen. Okay, Schneewittchen. Was hast du gesagt? Ich sagte okay, Schneewittchen. Ich verbiete dir, mich so zu nennen! Die nächste Hitkomödie aus Frankreich hat dann auch den Titel Mein ziemlich kleiner Freund. Ein Shame, wer dabei eine Masche vermutet oder dass man noch ein wenig den Erfolg eines ähnlich klingenden Franco-Hits ausnutzen möchte. Nur als Randinformation, der Originaltitel bedeutet so viel wie ein Mann auf der Höhe. Aber das ist auch schon fast das Einzige, was man am neuen Film von Laurent Tirard kritisieren kann. Der Rest ist wirklich ein sehr charmanter Film, der mit seinem ungleichen Paar nicht nur ein paar komische Situationen erzeugt, er sorgt mit ihm auch dafür, dass man sich als Zuschauer fragen muss, was man denn jetzt nun als normal oder passend empfindet bzw. empfinden sollte. Du bist ein ganz besonderer Mann, Alexandre. Die Welt wird durch dich größer. Richtig sehenswert macht aber in diesem Fall mein ziemlich kleiner Freund natürlich die beiden Hauptdarsteller. Virginie Efira legt eine hinreißend sympathische Verunsicherung an den Tag, während The Artist Jean Dujardin vor allem das sein darf, was er am besten kann, nämlich ein richtig großartiger Schambolzen. Und Tirard gibt sich dabei sehr viel Mühe, die beiden niemals ins Lächerliche zu ziehen. Er nimmt Alexandres Frust, darüber angestarrt oder ignoriert zu werden, genauso ernst wie Dianes Angst vor dem Alleinsein. Oder wie die Situationskomik oder auch Romantik. Mit anderen Worten, ein sehr schöner Pärchenfilm, der Herz und Hirn auf jeden Fall kitzelt. Manu Rangstags, Jean Dujardin, Virginie Efira, Komödienromanze, französisch leicht und hintersinnig. Hey. Willkommen im Medellin Kartell. Pablo verdiente damit über 5 Millionen Dollar pro Woche. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lava el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Der größte Vorwurf, den sich Narcos wirklich gefallen lassen muss, ist, dass die Serie nicht viel Neues bietet, wenn man sich schon einmal mit der Materie befasst hat. Aber das war mir herzlich egal in diesem Fall. Die Ausstattung, die Einbindung von TV-Aufnahmen der damaligen Zeit und der abgeklärte Blick auf alle Seiten im Kampf gegen die Drogen, das alles macht Narcos für mich zu einer absolut überragenden Serie.